Hallo. Hallo, heute haben wir eine sehr, sehr spezielle Person. Sie ist Tatjana Dexler. So, wir warten noch ein bisschen. Hallo. Einen Moment. Du hast heute richtig stressige Tag, oder? Nachher noch arbeiten. Ein bisschen, aber ist alles gut. Und wie geht's Ihnen, Tatjana? Ja, mir geht's gut, du. Ich bin richtig aufgeregt. Ich habe Gefühl wie Live-Sendung im tschechischen Fernsehen, weißt du? Du bist vielleicht eine sehr gefährliche Gesprächspartnerin. Wer weiß, was kommt. Auf Okay. jeden Fall, deine Frisur ist schon mal top. Danke schön, Tatjana. Sie sieht richtig gut aus. Na, weiß ich nicht. Ja, klar. Und hier sind, oh, hier sind alle aus Hannover 96. Hallo, hallo. Ich glaube, die meisten müssen noch arbeiten und das ist gut für uns, weißt du? Wir müssen keine Millionen Publikum erwarten, weil alles, aber vielleicht haben die Leute Zeit in der Arbeit. Das kann sein. Kann sein, ja. Tatjana, wollen Sie etwas ein bisschen, wer Tatjana ist? Oh mein Gott. Ja, wer ist Tatjana? Was wissen wir nicht, dass über Tatjana, weil, okay, für alle, die vielleicht nicht wissen, dass ich glaube nicht. So, Tatjana ist unser Trainer aus Hannover 96. Sie unterrichtet uns montags und dienstags und Ja. gibt alle Informationen in hannover96.de. Und dann, Tatjana hat richtig lang getan. Sie war vierte Platz im Weltmeister. Sie kommt aus der Warte. Ja. Slowakei. Was war ich? Vierter Platz, oder? In der Ah, Weltmeisterschaft, oder? ja. Okay. Also. Tatjana war in verschiedenen Shows in Deutschland und in der Slowakei. So, sie ist richtig, richtig, richtig bekannt und ist eine super Trainerin. Das kann ich total gerne sagen. Aber wer ist Tatjana wirklich? So, was wissen wir noch nicht? Wer Tatjana ist, also ich habe schon darüber nachgedacht, weil ich bin seit 15 Jahren, hatte ich wirklich sehr große Glück, dass ich gefragt worden bin für Let's Dance im tschechischen Fernsehen. Und ich war vor 15 Jahren erstes Mal da und diese Möglichkeit hat mir noch viele weitere Möglichkeiten eröffnet. Und es ist wirklich interessant, dass jeder gewöhnliche Tscheche mehr von mir weiß als vielleicht viele Leute, mit denen ich tagtäglich zu tun habe in Hannover oder Deutschland, weil meistens wissen die Leute eigentlich gar nichts von mir, würde ich sagen, weil dass ich tanze oder dass ich getanzt habe und tanzen unterrichte, aber das ist so ein kleiner Teil meines Lebens, dass man es fast als unwesentlich betrachten könnte. Also wer ist Tatjana? Tatjana ist jemand, der in der Slowakei geboren worden ist. Das war noch im Sozialismus. Also für die Leute, die sehr jung sind, ist es hier vielleicht auch ein bisschen Bilden. Das ist das, was jetzt zum Beispiel Nordkorea ist. Also wenn ich Bilder aus Nordkorea sehe, so Kim Jong-un, und ich habe bis heute Heimatgefühle, weil ich war einer dieser Kinder, die irgendwie auf diesen großen Plätzen der kommunistische Partei zujubeln mussten, die, ich war irgendwie süß und könnte gut sprechen, also gut sprechen in meiner Muttersprache, würde ich dazu sagen, das ist Deutsch Aber auch auf definitiv. Deutsch. Na, auf jeden Fall könnte ich gut sprechen und dann musste ich immer bei diesen großen Versammlungen von kommunistischer Partei Gedichte vorsagen und ich war so ein Musterkind mit russischer Fahne in der Hand und ich war in eine sehr, sehr gute Familie geboren worden. Ich meine jetzt auch finanziell, politisch nicht so gut, aber mir ging es gut, mir fehlte dann gar nichts. Und ich hatte ziemlich gute Gelegenheiten bekommen. Ich durfte an der besten Universität der Slowakei Mathematik studieren und ich habe auch meinen Abschluss gemacht. Und aber in dieser ganzen Zeit wuchs in mir so eine Neugier, weil ich
dachte, es gibt etwas mehr als das, was ich kann. Und ich will, für die jungen Leute damals gab es kein Internet. Könnt ihr euch vorstellen, es gab kein Internet? Also wir konnten wirklich nichts wissen. Wir wussten gar nicht. Wir waren wirklich so nordkoreanische Kinder da verschlossen und wir wussten gar nicht. Und wir durften hin und wieder, also wir haben getanzt und dann hatten wir Turniere und hin und wieder kamen da so Aliens aus Westen. Und die wirkten irgendwie anders. Die Welt war da anders. Und ich hatte diese super, super, super gute Leben in der Slowakei, in einer geordneten Familie, solange man gute Leben im Sozialismus haben kann. Aber irgendwie war ich sehr nachdenklich. Und nach Beenden meines Studiums habe ich einen Wahnsinnsschritt gemacht. Ein Schritt, der man nicht umkehren könnte. Es war einfach, ich habe einfach Idee gehabt, halt, dass ich eben nach Westen flüchten möchte. Und das ist mir dann geglückt in 87. Und so habe ich angefangen dann, nicht gleich in Hannover, aber erstmal in Deutschland zu leben. Also ich bin ein Flüchtling, dem vielleicht das Tanzen auch Leben gerettet hat, weil ich kam nach Deutschland und natürlich konnte ich nicht Deutsch. Dazu kommt, dass ich mein Leben, also 24 Jahre, bin ich aufgewachsen auf Filmen, wo es Krieg war, Russland gegen Deutschland. Die Russen waren gut und Deutschen bekanntlich scheiße. Also ich war in einem Land, wo ich einfach nur Angst hatte vor jedem und von allem, was passiert ist. Und es war einfach schrecklich, weil ich nicht sprechen konnte, ich konnte nichts fragen, keiner konnte mir was erklären. Jetzt ist die Welt schon anders, weil jetzt sind viele Ausländer da, jetzt sind viele Russen da, aber damals war überhaupt gar keiner da, der mich einfach annähernd verstehen könnte. Und ich hatte auch das Gefühl, die Leute sprachen damals nicht so viel Englisch oder einfach wollten die einfach alle, dass ich Deutsch lerne. Und ich war einsam, es war alles schrecklich, es war einfach nur wahnsinnig schrecklich. Und ich hatte und dann haben wir angefangen zu tanzen und beim Tanzen hat keiner was gefragt. Ich musste nichts sagen. Ich habe bis heute Angst zu sprechen. Ich spreche nur mit dir, weil ich hier alleine im Wohnzimmer bin, aber ich spreche nie oft. Also das ist kaum zu glauben, aber ich spreche in Tschechien und Slowakei vor Millionen Publikum und das macht mir nichts aus. Und ich hatte auch Glück, mich politisch zu äußern und zu wirklich vielen, vielen Themen mich zu äußern. Und hier kann ich bis heute nicht öffentlich sprechen und ich habe einfach wahnsinnig viel Angst bis heute. Und also deswegen war Tanzen etwas, was mir so einen Bereich gegeben hat, wo zumindest keiner was gefragt hat. Ja, also eigentlich ist es sehr lustig, jetzt zurückdenken, aber zu der Zeit war das nicht sehr lustig. Aber jetzt, wo ich darüber spreche, dann ist es echt lustig, weil wir mussten allen unseren Mittänzern vorkommen wie so Außerirdische. Weißt du, mein Tanzpartner war auch noch schwarz, will ich dazu sagen. Kompliziert, das kann ich nicht vorstellen. So in einem, so viel, heute total anders, aber in ja, dem Moment. Ja, also es war wirklich, eigentlich schon war das sehr, sehr krass. Und denken Sie, was war das Komplizierteste daran, um in einem anderen Land zu tanzen? Erfolgreich, das stimmt, dass Sie sein wollten. Und auch, was waren die Vorteile davon auch? Naja, es war alles einfach wirklich sehr verwirrend, weil wir waren slowakische Meister, wir waren sogar Meister des sozialistischen Länder. Viktor Nikowski war Zweite, Sascha Melnikov war in Standard damals sehr gut. Jens Jürgens, genau, Jens Jürgens war Bombe von DDR. Und ja, aber im Sozialismus war Tanzen noch nicht, also damals absolut nicht gut. Also wir kamen nach Deutschland und wir wussten überhaupt nichts. Und wir wussten auch nicht, wo man tanzt und wo man nicht tanzt. Wir kamen nach Hannover und es war einfach nur komisch, wenn die anderen so gefragt haben, wieso seid ihr in Hannover? Weil das war so tänzerische Brachland. Weißt du, da war keiner, der tanzte. Und wir waren plötzlich in Hannover. Und wir hatten auch wirklich bei der ersten deutschen Meisterschaft, wir hatten letzten Platz. Nicht vorletzten.
nicht vorvorletzten, wir waren komplett letzte. Also, und vorletzte war unsere Kollege aus Niedersachsen, das war Onkel von Thorsten Schreiter, Steffen Kraul, der hat dann auch Karriere in Amerika gemacht, der war dann einen Platz vor uns und wir waren ganz, ganz letzte. Und deswegen mag ich es bis heute nicht, wenn Leute erzählen, dass man Politik für Tanzen braucht, weil wir hatten keine Politik. Wir sind gestartet von einem letzten Platz, eine deutsche Meisterschaft. Und wir konnten keine Politik machen, weil wir auch gar nicht wussten, wie Politik geht und keiner kannte uns. Und wir haben nach dieser deutschen Meisterschaft dann 6 Monate trainiert und dann sind wir zu German Open gefahren. Also wirklich, wir haben gedacht, erste Runde oder ja, weil ich habe neue Kleider genäht, ich habe gelernt zu schneidern, weil wir konnten uns keine Kleider kaufen oder so. Also ich habe wirklich coole Kleider geschneidert und ich hatte so rote Haare und wir haben einfach von erster Runde getanzt und dann so ab der Runde von 98 hatte ich das Gefühl, die Leute gucken dich an. Und dann habe ich mir geguckt, Hans Garke hinter mir oder weil ich habe nicht glauben können, dass sie mir klatschen. Weißt du, ich war einfach so verwirrt. Hey, die Leute gucken mich an. Und dann irgendwann wurden wir aufgerufen für die Runde 48 und dann in 24. Und das konnte ich schon gar nicht glauben. Ich habe gedacht, das ist ein Traum, das kann nicht sein. Und dann wurden wir gerufen für Semifinale, von Null in Semifinale. Und ich hab gesehen, wie die Leute, wie wir getanzt haben, die stehen auf und klatschen. Und ich habe einfach gedacht, was ist das? What the shit? Weißt du? Und dann habe ich einfach gedacht, ja, jetzt will ich ins Finale. Aber da sind wir dann nicht mehr reingekommen, also nicht in dem Jahr. Und dann standen wir da und völlig verwirrt und wir wussten gar nicht, ob wir fliegen sollen. Also sprechen könnten wir nur ein bisschen. Und dann standen wir da im Foyer, komplett verwirrt. Und dann kam Mr. Donnie Burns zu uns. Er kam zu uns und sagt, hey guys, you are so super. How did you do this? Und hat erzählt, ist fantastisch. Wie macht ihr das? Woher kommt ihr? Und wir wollten einfach politisch korrekt sein. Und wir haben gesagt, we are Germans. Weil wir kannten ihn vom Fernsehen natürlich. Wir haben ganze diese Filme aufgesaugt. Und also er war für uns wie ein Gott natürlich. Und wenn er dann zu uns kam und wir haben gesagt, we are Germans. Er hat gelacht wie irre, weil ich meine, das war ja deutlich offensichtlich, dass er würde uns kennen, wenn wir wirklich Germans wären. Aber wir waren fest entschlossen, Germans zu sein. Und wir haben echt 10 Jahre alles getan, um irgendwie ein bisschen German zu sein. Ich habe, glaube ich, diesen Willen, danach German zu sein, erst vor 15 Jahren aufgegeben, weil es ist auch etwas, was unmöglich ist. Aber es war schon sehr, sehr, sehr lustig. Naja, also es hat geklappt ohne Politik und ohne irgendetwas. Wir hatten nur einen einzigen Trainer, das war Uwe Warties und dem bin ich wirklich wahnsinnig bis heute dankbar, dass er es irgendwie hingekriegt hat, uns eigentlich so zu leiten, dass er uns in nichts beschränkt hat, dass er uns absolute Freiheit gegeben hat und trotzdem es geschafft hat, irgendwie der Sache Form zu geben, weil wir waren wild einfach, weißt du, wir haben einfach junge Leute und wollten Welt erobern und er hat uns keine Grenzen gegeben, er hat uns einfach nur so ein bisschen versucht zu koordinieren, dass es ein System bekommt. Oh Gott, Tatjana, ich denke, wir können wirklich den ganzen Tag sprechen. Ich habe nicht so viele Fragen, aber okay, ich komme mit meinen zweiten Fragen. Ich habe dir gesagt, das ist nicht einfach mit mir. Aber das ist sehr interessant, weil ja, deswegen, es ist eigentlich relativ sehr einfach. Ja, wenn die Leute schon heute junge Leute schon in B-Klasse erzählen über Politik, weißt du, die können nicht mal Rumba-Walk vorwärts und wollen irgendwas, keine Ahnung, oh, ich kann drüber nur lachen. Natürlich gibt es vielleicht Politik, aber da reicht, wenn Marius Balland drüber nachdenkt, oder vielleicht auch der nicht. Ich meine, es geht einfach nur tanzen lernen, erstmal und sehr, sehr, sehr lange. Das stimmt. Tatjana, wie haben Sie entdeckt, dass Tanzen das war, was Sie als Beruf wollten? So, wie als Beruf? Nein, das wollte ich nicht. Okay, was wollte Sie als Beruf? Nein,
ich habe Abschluss in Mathe in der besten Universität der Slowakei. Da diese beenden jährlich so 7 bis 8 Leute. Und mein Tanzpartner, mein Mann, der hat Physik studiert und er hat das mit Durchschnitt 1,02 geschafft und hat seine Doktorarbeit noch geschrieben während des Studiums. Also es war Dr. Peter Ingris. Also wir haben wirklich in der Slowakei richtig gute Berufe erlernt und wir waren auch wirklich auf einem sehr, sehr hohen Ross. Wir hatten einfach nur die wahnsinnige Idee zu erfahren, wie Westen wirklich funktioniert, ob die Menschen hier wirklich unterdrückt werden, ob die Leute unter der Brücke schlafen können, weil sie kein Geld bekommen. Also wir wollten eigentlich gar nicht unbedingt tanzen. Aber wir wollten auch gar nicht nach Deutschland, wir wollten nach England, weil wir wussten, wenn schon irgendwo, dann nach England, weil da ist auch Mr. Donny Burns und da lebt auch dieser alte Mann, der die Technik schreibt. Und wir wollten einfach nach England, aber da sind wir nicht gekommen, weil da gab es kein Turnier. Also sind wir dann einfach in Deutschland geblieben und dann hat sich das so ergeben, dass wir hier auch geblieben sind. Und weil wir Deutsch nicht könnten, haben wir angefangen zu tanzen und dann ab diese German Open, wo wir dann in Semifinale bei Hauptgruppe Amateuren, nicht bei Senioren, Jugend, Junioren, Kindern oder Einbeinigen oder irgendwelchen anderen Subgruppen, sondern in der Hauptgruppe in Semifinale waren, haben wir so eine Idee bekommen, naja, vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, ja, halt diese Schiene tanzen weiter keine zu verfolgen. Keine schlechte Idee, eine sehr gute Idee. Ja, weil vielleicht ist es doch die Chance und dann irgendwann, also wir durften nicht nach England, aber irgendwann haben wir dann auch Visum und Passport bekommen und wir durften nach England und dann haben wir in England viel trainiert und dann sind wir bei Blackpool, waren zum ersten Mal in England, haben wir Blackpool getanzt und wir sind ohne jemals einen englischen Trainer gesehen zu haben, sind wir unter beste 24 gekommen. Es gab deutsche Meister, die nie 24er Runde in Blackpool getanzt haben. Ja, also schon wieder ein Grund dafür, warum ich nicht unbedingt an Politik denke, sondern erstmal daran, wie man tanzt und dass man versucht, irgendwie sich treu zu bleiben und dass man nicht immer alles kopieren muss, sondern vielleicht auch so ein kleines Original von sich versucht zu sein. Oh, Tatjana, unglaublich. Ich muss sagen, wenn jemand noch Frage für Tatjana haben, können Sie hier gibt es einen Box, Sie können auch da einige Fragen stellen und wir versuchen, da zu antworten. Ich sehe da ständig Slowaken und Tschechen. Das ja, sind keine Deutschen. Ich weiß nicht, ja, ob Sie es verstehen, aber dann machen wir noch ein zweites Video und auf Englisch. Das müssen wir aber bestimmt machen. Yes, we say like we can make another live video with Tatjana, but in English. Then other people aus Ecuador and Latin America and also people from Germany and also from the Slovakia can understand us. Because I think it's really, they come and they go because they don't understand. That is so, yeah. Tatjana, okay. Können Sie uns etwas über Ihren letzten Wettbewerb erzählen und waren Sie sicher, dass Sie sich aus dem Wettbewerb zurückziehen wollten? Oder wie war das? Wie haben Sie das entschieden, nicht mehr Turnier zu tanzen? Das war schon dramatisch. Also ich glaube, unser letzter Wettbewerb war Paris-Bercy. Also wir haben so große Turnier in Paris getanzt. Aber damals war schon unsere Beziehung mit meinem Tanzpartner schon sehr, sehr schlecht. Also wir sind ins Semifinale gekommen bei Profis, aber da ging es mehr darum, wem mehr aus der Balance bringt. Also wir waren nicht mehr sehr nett zueinander, würde ich sagen. Weil ich finde, bis heute das Schwierigste am Tanzen ist die Partnerschaft. Also das ist schon sehr, sehr... Also gerade wenn man Profis tanzt und wir waren in 24, im besten 24 in Blackpool, ich weiß nicht, ihr heute noch wisst, was Blackpool ist, aber ich hoffe. Und da muss man schon viel trainieren und es ist sehr viel Zeit, die man miteinander verbringt und es ist natürlich nicht einfach. Und unsere Karriere ist auch deswegen
beendet, weil die Beziehung halt nicht mehr funktioniert hat. Also es war nicht mehr möglich, dass wir zusammen tanzen, weil mein Tanzpartner Peter war wirklich großartiger Tänzer. Also er war wirklich fantastisch und er war auch hyperintelligent, aber solche Menschen bringen mit sich auch Defizite. Also er hatte auch wirklich in sozialer Ebene sehr viele Defizite. Es ging einfach nicht mehr. Und die Situation, in der ich hier geblieben bin und in der ich dann gemerkt habe, dass es war schön ist, irgendwann dann nach der Tanzkarriere zu Hause zu sein, aber dass meine Tanzkarriere in Hannover eigentlich niemandem interessiert, weil so eine internationale Karriere ist dann in jedem in Hannover eigentlich egal. Ich kam nach Hannover und war einsam und ich war aus meiner Turniertanzblase plötzlich raus und ich war wieder mal auf Null. Und Und Tatjana, haben Sie nicht daran gedacht, vielleicht einen anderen Partner zu finden? Oder war eigentlich so nicht mehr? nein, eigentlich wollte ich nicht mehr. Wir haben uns auch, es war, Peter war auch mein Mann und wir haben uns auch scheiden lassen. Und ich habe mir zur Priorität gemacht, einen Mann für Leben für mich zu finden. Und ich wollte nie ein Tänzer. Ich wollte nicht ein Tänzer. Ich habe gedacht, oh Gott, diese arrogante, narzisstische Idioten. Oh, Entschuldigung. Es sind ja nicht nur solche, tut mir leid, aber ich hatte so ein Gefühl. Und ich wollte einen normalen Mann, einen Mann, der einfach nur ein Mann ist. Und der, wo ich auch andere Seiten des Lebens kennenlernen kann als diese Danke. Zirkus um die Welt herum mit Tanzsport. Und dafür bin ich dankbar, das ist mir gelungen und ich bin bis heute so glücklich. Weil wenn man aus dieser Blase Tanzsport rauskommt, dann merkt man auch, wie das ist nicht das Wichtigste ist, weißt du? Dass es einfach auch andere Sachen gibt. Und manchmal denken wir, dass unsere Cha-Cha-Cha so wichtig ist, aber ich habe manchmal gefühlt, das ist gar nicht wichtig. Weißt du, das interessiert niemandem, nur uns. Weil wenn du so Leute, deine Mitschüler an der Uni oder auf der Straße fragst, ob sie wissen, wer Weltmeister ist im Tanzsport, dann weiß es niemand. Also es weiß niemand, wirklich niemand. Und deswegen, wenn man dann aus dieser Blase Tanzsport kurz raustritt, dann, ich liebe Tanzen, dann sieht man das mit anderen Augen. Und viele Sachen sind mir unwichtig im Tanzsport und viele andere Sachen sind mir wieder super wichtig. Also mir ist immer noch wichtiger, Tatjana? einen guten Menschen zu erziehen, als Supertänzer zu haben. Einen Moment, Das Tatjana? blinkt jetzt. Ja. Einen Moment, ich denke, okay, ich kann Sie jetzt hören. Tut mir leid. Ja, Ich habe irgendwie gedacht, dass es geblinkt hat oder irgendetwas war damit. ich denke, die Internet ist nicht sehr gut, sein Internet. Meiner ist super. Ja. Oh, wirklich? Oh, ja, eigentlich schon. Okay, vielleicht ist meins. Sorry. Ja. Haben Sie, ich habe gehört, dass wichtige Sachen im Tanzen gibt, aber auch wichtige Sachen, das nicht zu tanzen gehören auch. Und das finde ich auch etwas sehr, das ich auch von Ihnen gelernt habe. So, am Anfang, ich denke, wenn wir für uns, so wir wollen immer so gewinnen und so viel, so den Weltreisen und so viele Turniere und immer erster Platz und so. Aber das stimmt so. Danach gibt es einen Moment, wo wir sagen müssen, ich tanze nicht mehr, gibt es diese Welt nicht mehr und was sollen wir danach machen? So gibt es auch ein Leben. Denke ich, das ist etwas, das vielleicht meine Eltern haben immer mir beigebracht. So haben immer gesagt, Emilia, du musst auch zu Party gehen, du musst auch für Freunde haben. So, das ist total normal. Das ist Leben. Und habe ich immer gesagt, oh nein, das ist nicht wichtig. Morgen ist Training und ich muss zum Training gehen. Und sie so, Emilia, nein. Und meine Mama hat gesagt, hier ist deine Kleidung und du gehst zur Party. Und ich so, oh mein Gott, warum? Aber jetzt verstehe ich. So, wenn ich höre, was bei Ihnen passiert ist, ich denke, oh mein Gott, so wirklich, es. Ja, na gut. Weißt du, ich meine, auch gerade Tanzsport ist sehr, sehr schwierig, weil wir haben zum Beispiel im Turnier 400 Paare.
und davon gewinnt einer. Also 399 sind schon mal unzufrieden. Also wenn man beim Tanzsport irgendwas lernen muss, dann ist es mit Misserfolg umzugehen. Weil diese Momente, wo man gewinnt, machen einen sehr, sehr glücklich, aber nur für ganz kurze Zeit. Und eigentlich ist man nur zufrieden, wenn man gewinnt. Oder wenn man zum ersten Mal ins Semifinale bei GOC kommt. Bei zweites Jahr ist man schon unglücklich und fühlt sich wie Loser. Also man muss wirklich sehr, sehr, sehr gut mit Misserfolg umgehen lernen im Tanzsport. Und das ist sehr gut auch fürs Leben. Und man muss auch sehr viel Disziplin lernen, weil man kann mir von Kunst sehr viel erzählen, aber Kunst kommt von Können. Und bis man was kann, das dauert ganz schön lange. Und bis man was kann, dann muss man erstmal die Grundskills üben und die Kunst kommt dann von alleine. Und ich denke, wir sind oft sehr schnell dabei und versuchen irgendwie künstlerisch zu sein. Und dabei ist es einfach nur lächerlich komisch. Also manchmal, wenn ich Turniere sehe, dann frage ich mich, mein Gott, wie sind die angezogen? Sehen Sie nicht, dass es keiner sehen will? Ich sehe immer, ja, versucht auf dein Gymnasium so zu gehen, was deine Mitschüler sagen dazu sagen. Ich finde, wenn wir so ein bisschen darauf achten würden, dass es auch den Normalos gefällt, weil wir sind vielleicht schon so ein bisschen verzogen von Tanzsport. Wir finden vielleicht schon 10-jährige Kinder mit abgeklebten Wimpern und geschminkt und mit zuckenden spastischen Bewegungen gut. Nein, das finden Menschen nicht gut. Und ich denke oft, dass ich verstehe jetzt Nina Hunt. Also das war eine berühmte Trainerin in England. Und sie hat mir auch immer gesagt, hey Tatjana, zeig dein Kleid deiner Mutter und frag sie, ob sie das gut findet. Ich habe gesagt, wie altmodisch diese Frau, mein Gott, Nina, peinlich. Mein Tanzpartner war schwarz und er hat sich so bunte Dreads gemacht und Nina hat gesagt, naja, ugly, bitte. Aber sie hatte recht, aber es war einfach, jetzt verstehe ich, was sie gemeint hat. Damals habe ich das, glaube ich, nicht so verstanden. Sie hat auch gesagt, dass wir so hässliche, schmutzige Füße haben von diesem Selbstbräuner und dass sie das gar nicht angucken kann. Und dass wir stinken bis Kunk und wenn es hier, oh, und ich habe gedacht, mein Gott, diese Nina, wie altmodisch die ist, mein Gott, wie peinlich. Aber sie hatte komplett recht, also ich sehe das jetzt mit ihren Augen auch deswegen, weil ich auch in einem anderen Leben lebe, in Leben, wo es auch kein Tanzen gibt und wo ich auch gerne Leute zum Turnier einladen würde, also die nicht tanzen. Aber manchmal muss ich mir gut überlegen, ob ich es tun will, weil manchmal ist es mir dann auch wirklich peinlich. ich weiß. Aber ich kann nicht anderes. Ich bin einfach was am Herz, das anbezogen. Aber das finde ich. Ich denke, auch das Tanzen kommt, ich sehe zum Beispiel, und dass man kann wirklich verbessern. Einfach, man muss das Beste von sich selbst rausbilden. Ja. Weil es ist sehr kompliziert, eine andere Person zu sein. Ja. Niemand kann wie die anderen tanzen. Mhm. Auch, also, das sieht richtig schön. Ich liebe wie Julia, wie Christina, wie die ganzen schönen tanzen. Und, aber das ist nicht Emilia. Sie ist nicht Emilia. Und ich denke, heutzutage, wir wollen die Beste sein, aber jeder hat seine Art. Und das müssen wir, und das finde ich sehr gut, wenn wir diese Übungen, die ein bisschen komisch aussehen oder so, das ist Tanzen. Weil das ist so angefangen. So, das ist wichtig. Und normale. Ja. Aber dafür muss man, Emilia, auch wirklich sehr gute Trainer haben, weil viele Trainer nehmen irgendwelche Folgen von Videos und kopieren andere Leute. Also es gibt. Leider ist es ein ungeschützter Bereich, wo jeder schon in der B-Klasse weiß, wie das funktionieren soll. Und das ist einfach totaler Quatsch, weil man lässt sich auch nicht operieren von jemandem, der noch nie eine OP durchgeführt hat. Es ist einfach nur krass, wie oft tut mir das wirklich leid, wie viel Geld Leute ausgeben bei kompletten Hochstaplern und nichts werden. Also ich habe mich schon in meinen jungen Jahren, ich habe gedacht, naja, wenn du schon hier bist und jetzt musst du tanzen lernen, weil du davon wahrscheinlich leben musst, dann habe ich mich selber entschieden, ich trainiere nur bei denen, die Weltmeister waren.
Ich habe keine Stunde genommen bei jemandem, der kein Weltmeister ist. Es hat viel Geld gekostet. Es gingen einige Brillanten meines Großvaters darauf, aber ich war nicht mit weniger zufrieden. Ich wollte einfach lernen, wie das wirklich geht. Und ich würde auch jetzt, wenn ich hier in Deutschland leben würde, auf eurer Stelle wäre, ich würde niemals mit jemandem trainieren, der nicht mal eine Endrunde, eine deutsche Meisterschaft in Hauptgruppe erreicht hat. Ich finde, alles, was drunter ist, ist nicht gut genug. Weil dann lernt man irgendetwas, aber man lernt nicht das, was wirklich wichtig Ja ist. klar, Sie sind da, das hat einen Grund. So etwas haben Sie gemacht, das vielleicht dir so auch helfen kann. Aber das ist auch nicht immer. So man muss richtig jemanden finden, die wirklich, wirklich etwas so dir mitgebracht hat. Weil das passiert auch, weil ich finde auch, gibt es richtig gute Trainer oder auch gute, sehr, sehr, sehr gute Tänzerinnen, die in einem sehr großen Niveau sind, aber vielleicht, wie sie die Informationen zu mir geben, vielleicht ist nicht das Ja, die aber ich würde Beste. schon sagen, dass ein sehr guter Tänzer zu sein, ist schon 80% der Voraussetzung, dass du ein guter Trainer wirst. Ja, Ich na meine, klar, es na gibt klar. Ausnahmen so oder so, aber gute, ich meine, man geht auch nicht Skilaufen lernen bei jemandem, der nie Ski gelaufen ist, oder? Ja, klar. Das ist schon, also das gut zu tanzen ist schon eine sehr große Voraussetzung dafür, dass man gut Trainer wird. Tatjana, das ist meine letzte Frage. Oh Gott, sind wir Ja, schon so weit? haben wir schon Kann 30 ich Minuten erlauben? gesprochen? Welchen Rat würden Sie uns als Tänzerinnen und Tänzer geben, die in die gerade erst diese Tanzwelt einsteigen sehen, so wie ich oder wie so viele, die heute uns sehen oder vielleicht später, um so erfolgreich wie Sie werden wollen. Und aber ein Rad, das nicht so viel trainieren soll. So, das ist etwas, das alle machen müssen. So, das stimmt. Wir müssen so viel trainieren. Aber was ist noch wichtiger, dass wir in diesem Moment nicht wissen oder niemand uns sagt? Naja, die Wahrheit über Tanzsport ist, dass es wahnsinnig teuer ist. Also wenn man bei Leuten trainieren möchte, die was können, dann ist es wahnsinnig teuer. Oder müssen das sehr gute Menschen sein und machen das einfach so, weil sie euch helfen wollen, weil sie an euch glauben oder ja. Und diese zu finden ist natürlich nicht einfach. Also man muss sehr früh lernen, eigene Entscheidungen zu treffen. Immer mitdenken. Nicht jeden Blödsinn. Wir hatten Glück, dass wir nicht Deutsch verstanden haben, weil wenn wir alles verstanden hätten, was die Leute uns gesagt haben, dann wären wir nicht so gut gewesen. Auf jeden Fall muss man alles dreimal erfragen, von allen Seiten beleuchten, mehrere Meinungen einholen, immer die Ergebnisse der Person lesen, bei der man Geld, bei dem, der ihr Geld ausgibt. Weil viele verkaufen sich besser, als sie wirklich sind. Und oft, ich habe schon 14-jährige Kinder gesehen, die 180 Euro bei irgendwelchen Camps für Stunden ausgegeben haben, bei Menschen, die ich nicht kenne. Und wenn ich die Menschen nicht kenne, dann könnten sie nicht jemals gut getanzt haben, weil ich schon so alt bin, weißt du. Und deswegen, ja, also mich kann keiner mehr belügen, deswegen versuche ich auch wirklich möglichst viel Freiheit lassen, aber auch begleiten, ja, damit ihr nicht viel zu viel Energie und viel zu viel Geld, ich habe, ausgibt für nichts. Also es Danke. ist wirklich sehr wichtig, mitzudenken und immer 10-mal überlegen, ob ich jedem Blödsinn nachlaufe, ob ich an Politik glaube, ob ich glaube, na ja, wenn du bei dem Stunde nicht nimmst, dann kommst du keinen Platz höher und so Quatsch. Also ich würde euch empfehlen, immer denken, überprüfen, nochmal fragen, andere fragen und dann tun. Okay, das ist gut für mich. Meine Mama sagt, ich frage so viel und ich denke, Luca sagt auch ganz Sehr gut. klar. Vielen Dank, Tatjana. Hier.
haben auf Spanisch geschrieben. Meine Mutter hat gesagt, dass vielen Dank für alles, das sie zu mir mitgebracht hat. Und so viele andere Nachrichten haben wir auch, dass sie super ist. Man hat alles gehört und so. Aber vielen Dank, Tatjana. Ich denke, Sehr gerne, Emilia, sehr gerne. wir müssen noch mehr für die anderen lernen. Aber ich finde es sehr interessant, weil sie hat schon so viel gelernt über was früher hier passiert ist und was heute passiert ist. Und ich hätte richtig, Tatjana, noch 5 Fragen. Aber wir müssen Aber bestimmt wir ein neues verabreden Video uns machen. in einem Jahr ungefähr. Emilia, und ich will dir sagen, du bist auch ganz tolle Mädchen und sag deine Mama, dass wir sehr froh sind, dass sie dich nach Hannover geschickt hat, weil du einfach Bombe bist. So mutig, so offen, so fröhlich, so fragend, so denkend, so menschlich. Danke schön, Also liebe Tatjana. Grüße zu deiner Familie und liebe Grüße zu allen deinen Freunden in Ecuador. Danke schön, Tatjana. Ich will sagen, auch nicht vergessen, so Tatjana hat unterrichtet montags und dienstags, wenn Sie Informationen wollen. Wir posten immer so Hannover 96. Tatjana auch, kommen wirklich gerne. Montags in eine Zweigruppe und dienstags noch eine. Und wir haben noch eine Gruppe, haben wir schon mit Victoria angefangen. Sie ist auch eine Superstar. So, wenn Sie wollen, auch sie trainiert am Freitag. Und wir haben noch viel anderen Trainer, Maurice Marshall. Wir haben unseren Workshop. Sie können auch Workshop. dabei sein. Wann ist das, Tatjana? Am 12. Das oder ist ja 11., 12. September. September? So, kommt Ein Tag, Samstag ist das nur. Samstag, ja. Aber Samstag. wir haben Workshop für Breitensportler und Workshop für Turnierpaare. Also zwei parallel. Und alle Informationen sind in unserer Homepage und hier in Instagram auch. So, melden Sie sich, gibt es nicht so viele Plätze, aber 5 verschiedene Trainer, das ist nicht so teuer und wir wollen wirklich so viel Spaß haben. So, kommt dabei und wir sehen nächsten Mittwoch wieder. So, vielen Dank, Tatjana, Damit und einen schönen Abend. Imke kommt nächsten Mittwoch, oder? Ja. Genau, Imke. nächste Woche gucken, Imke. So, nicht vergessen, nächsten Mittwoch. Vielen Dank. Ja, Tschüss. tschüss.